Was können die milliardenschweren Investoren in der Schweiz erreichen, wenn die Bevölkerung nicht will? Andermatt hat Mut und Pioniergeist bewiesen. Darum geht der Tourismus Award 2014 an die Einwohnergemeinde Andermatt. Andermatt präsentiert sich in einem fantastischen Umfeld mit grossen Perspektiven. Wir sind stolz, dass wir so etwas in der Zentralschweiz haben. Es gibt kein Drumherumreden. Die wirtschaftlichen Aussichten im Ursontal und der Gemeinde Andermatt waren anfangs 2005 nicht rosig. Die Armee zog sich immer mehr aus der Gemeinde zurück. Die Zeit der Alpenfestung war abgelaufen. Die Einwohnerzahl sank in 3 Jahrzehnten um 20%, mangels Perspektiven für die junge Bevölkerung. Es brauchte einen Befreiungsschlag. Und der kam in Form eines Namens. Sami Saviris. Zufall wollte, dass ich 2004 im Mai, bevor ich dann im Juni in Gemeinderat gewählt wurde, in El Guna in der Ferien war. Und dort eigentlich das El Guna 1:1 kennenlernen. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist, wer das macht. Wir haben auch im 2005 nicht gewusst, wer als Investor nach Andermatt kommt. Und wo dann unser Gemeindepräsident an der Abendsitzung das Kärtchen vom Sami Saviris und Prospekt von El Guna im Kreis umgegeben hat, habe ich gesagt, wenn das der ist, dann kommt es gut. Es ist eine sehr interessante Persönlichkeit, ein guter Kommunikator. Und vor allem der grosse Vorteil ist, dass er auch Deutsch redet. Und das hat natürlich sofort gemerkt, dass da Chemie stimmt. Er ist auch nicht ganz unähnlich wie mir Bergler, sage ich jetzt ein. Ist also einer, der hinten sitzt und die Sachen abpackt und auch teilweise pragmatische Lösungen sucht. Den Worten und Plänen folgten Taten. Diese bestanden nicht nur aus den Millionen des charismatischen Ägypters, sondern vor allem auch aus der Tatkraft der Behörden von Andermatt. Zonenpläne wurden angepasst, ein neues Verkehrs- und Energiekonzept erstellt. Von der Wasserversorgung bis zur Feuerwehr musste die lokale Infrastruktur den Bedürfnissen eines zukünftigen 4.500-Betten-Standortes angepasst werden. Eine solche umfassende Neuorientierung löste natürlich nicht nur Begeisterung bei der einheimischen Bevölkerung aus. Ja, wir sind hier in den Bergen und der Bergler ist natürlich der Staat zu seiner Meinung. Also es gibt nach wie vor Stimmen, die dem Ganzen negativ gegenüberstehen, aber auch kritisch das Ganze hinterfragen. Ich denke, das braucht es in einer Demokratie, in einer Gemeinde, dass man die drei Gruppen, Befürworter, die Kritischen, aber auch die, die bewusst hinterfragen, dass die mitreden und auch mitgestalten. Die Gemeinde Andermatt mit ihrem seit 2011 vollamtlichen Gemeindepräsidenten führten das Projekt erfolgreich in die Realisierungsphase. Aktuell wird gebaut in Andermatt, zum Beispiel an den Eigentumswohnungen auf dem Gelände des ehemaligen Waffenplatzes. Ein erstes Vorzeigeprojekt ist bereits in Betrieb. Also Fakt ist, dass wir im Dezember das Hotel Cedi nach 8 Jahren Planungsphase, Bauphase dürfen eröffnen. Wir haben eine sehr gute Wintersaison hinter uns. Der Cedi ist ein 5-Sterne-Haus, erbaut in einem spannenden Mix aus traditionellen Materialien und modernsten architektonischen Elementen. Ein hochklassiges gastronomisches Angebot wird in einem anspruchsvollen, gleichzeitig aber auch originellen Umfeld serviert. Der Cedi wurde zu einem Treffpunkt in Andermatt, auch für den Gemeindepräsidenten. Wenn ich da bin, bin ich relativ lange da in diesem Haus. Die Gemeinde Andermatt wird mit dem Destinationstourismus Award 2014 geehrt für ihre mutige Weitsicht und das Engagement in einem demokratischen Prozess, dieses visionäre Projekt der einheimischen Bevölkerung nahegebracht zu haben. Also die in der Gemeinde Andermatt freut sich natürlich außerordentlich, dass wir den Preis entgegennehmen dürfen. Es ist eine Wertschätzung und eine Auszeichnung für uns als Gemeinde, aber auch für den Kanton Uri, für das Geleistete der letzten Jahre.